ein Verfahren, in dem man in Genf eine Reihe von Fragen bekommt von Mitgliedstaaten, die sich daran beteiligen wollen, die an der Weiterentwicklung der Menschenrechte in den anderen Ländern Interesse haben und die eben Punkte kritisch sehen in ihrem Blick auf die deutsche Innenpolitik. Das kann von Fragen der Gleichstellung von Mann und Frau die Rede sein, beispielsweise die oft zitierte Lohnlücke in Deutschland. Das ist ein Thema, das auch in anderen Ländern auffällt. Oder die Frage, gibt es genügend Schutz für geflüchtete Frauen, zum Beispiel Gewalt gegen Frauen in diesem Bereich? Gibt es genügend Schutz für unbegleitete Minderjährige, also Kinderrechtsschutz? All das können Fragen sein, die von anderen Ländern an uns herangetragen werden, wo wir die Möglichkeit haben, Stellung zu nehmen und manchmal auch zu sagen, ja, wir sehen den Kritikpunkt und versuchen daran zu arbeiten, um bei uns Dinge auch zu verändern. Und ich glaube, das ist positiv, weil man eben zu einer Veränderung der Menschenrechte in den verschiedenen Ländern dann kommen kann.